Geschaffen, ohne Batterie und ohne externe Stromversorgung Wasserverluste zu messen und die Daten gleichsam auch über Funk zu übertragen, sodass wir alle 15 Minuten einen Wert zum Durchfluss im Untergrund haben. Wir haben energieautarke Sensoren entwickelt und testen die hier an der Wasserleitung. Wir gewinnen Energie aus der Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser, das in den Röhren ist, und der Umgebungsluft. Dieses gemeinsam mit der ZHAW entwickelte System lässt sich problemlos in bestehende Trinkwasserverteilsysteme einbauen.